Willkommen zurück zu Turboprop Flight Simulator. Weiter geht's mit den Missionen. Und zwar habe ich die hier schon freigeschaltet. Achso, hier drüben. War gerade ein bisschen verwirrt. Also hier haben wir die drei Missionen. Wir haben mal wieder Flaggen. Dann haben wir einen Berg. Also wir müssen einfach über einen Berg drüber fliegen oder so und landen. Und da müssen wir aus dem Flugzeug rausspringen und im Fallschirm landen. Okay. Ja. Also machen wir erstmal die Flaggen hier. Und schauen uns mal das an. Oh. Warum bin ich in dieser Ansicht? Das gefällt mir nicht. Und ich hätte gerne den da. Keine Ahnung. Ah. Komm schon. Schön dran vorbei. Gut. Schnappen wir uns erstmal den da, weil der so weit weg ist. Müssen uns erstmal ein bisschen umgucken. Und schön hoch, sonst landen wir wieder auf dem Berg. Und dann drehen wir uns mal. So. Sollte klappen. Da ist übrigens noch ein Flughafen auf dem Wasser. Sieht man auch nicht alle Tage. Ich glaube, ich schnapp mir die beiden da, die hier dicht am Berg dran sind. Und folgen einfach so ein bisschen dem Fluss. Und ich hoffe mal, dass ich nicht gegen den Berg krache. Das kann nämlich passieren, wenn man nicht vorsichtig ist. Und hier müssen wir auch gleich hochziehen oder drehen. Wegen dem Berg da. Aber das ist kein Problem. Schaffen wir ganz leicht. Und dann drehen wir wieder eine Kurve. Oh, da unten ist einer. Da würde ich ganz gern hin. Und dann schnappen wir uns den dahinter auch noch. Und da sind sogar drei in einer Reihe. Ah, ich ziehe mal ein bisschen an der Bremse. Und hoch, hoch, hoch. Hoch geht's. So, und das, ja, direkt hier ist noch einer, dann schnappen wir uns den auch noch. Oh, das wird ein bisschen schwierig. So, Schub auf 100 und, oh, das war knapp. Aber wir haben es geschafft, sehr schön. Und jetzt drehen wir wieder eine Kurve. Und dann schauen wir mal, was wir da noch kriegen können. Ja, wir sind gerade in so einer etwas komischen Position. Die links können wir halt nicht bekommen, weil die da so halt schräg sind. Also da müsste ich anders ranfliegen. Und da, ach, ich fliege einfach mal geradeaus. Oh, den würde ich auch ganz gern bekommen. Kann ich beide hintereinander bekommen? Ich weiß es nicht. Aber wir können es ja mal versuchen. Moment. Jetzt drehen, drehen, drehen. Drehen, komm schon, dreh dich. Dreh dich, bekomme den anderen noch. Sehr schön. Das wird auf jeden Fall was. Und ich würde sagen, ja, das schaffen wir nicht mehr. Das heißt, wir gehen einfach von der anderen Seite daran. Und dann fliegen wir erstmal ein bisschen nach rechts. Dann machen wir eine große Linkskurve. So, und jetzt kommt die Linkskurve. Und dann sollten wir beide hintereinander bekommen. Oder bekommen können. Und das sieht doch bisher ganz gut aus. Sollten wir hinkriegen. Also hier haben wir den einen. Oh, die sind aber ganz schön dicht aneinander. Und komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, wir sind zwar abgestürzt, aber wir haben es wieder geschafft. Beenden, ja, 2 Minuten 20, 2 Minuten 5. Wir haben fast 4 Minuten gebraucht, also da haben wir keine Chance. Nächstes, einfach fliegen, denke ich mal.
Ja, automatische Bremsen machen wir mal an. Schub auf 50%. Und ich soll da landen. Wo muss ich hin? Keine Ahnung. Ach, ich fahre jetzt erstmal hier lang. Und drehe dann hier einmal. Da sollen wir bremsen. Okay. Dann bremse ich hier gleich mal. Und. Okay. Keine Ahnung, warum da landen stand. Oder bremsen. Wenn wir einfach nur hinfahren sollten. Aber jetzt können wir auf jeden Fall starten. Und jetzt können wir uns anfangen zu drehen. Und da sind wir abgehoben. Und können jetzt herumfliegen. Eine große Rechtskurve ist vor uns. Also ein bisschen nach rechts neigen. So. Noch ein bisschen. Genau. Und jetzt müssen wir nach oben. Hoch, hoch, hoch. Ah, wir müssen über den Berg her. Ja, macht Sinn. Wenn da steht Bergsteigen, dann sollen wir wahrscheinlich über den Berg drüber. Und dann lasse ich jetzt auch mal den Schub besser auf 100%, weil wir auch gerade an Geschwindigkeit verlieren. Also bleibe ich mal besser da. So. Und so. Und ich würde sagen, jetzt können wir ein bisschen Schub rausnehmen, weil wir jetzt ganz oben sind. Und wo sollen wir jetzt hin? Nach rechts und dann runter. Also gut, rechts und runter. Oha. Da brauchen wir auf jeden Fall die Bremsen. Ja, weiß ich. Ich weiß. Schub raus. Ah, nicht so wenig Schub. Komm schon. Ich habe ein paar Probleme, das Flugzeug zu kontrollieren. Ich weiß, ich weiß. Musst du mir nicht tausendmal sagen. Außerdem ist das die Mission. Ich muss machen. So, jetzt können wir wieder ein bisschen Schub höher machen. Dann sollte es auf jeden Fall klappen. Und jetzt müssen wir einmal hier runter. Und einfach der Straße vor. Oh Gott. Wow. Ich dachte, die Straße wäre ein bisschen weiter weg. Aber das war es auf jeden Fall damit. Gut, versuchen wir es einfach nochmal. Und dann sollte es jetzt auf jeden Fall klappen. Jetzt passe ich auf jeden Fall mehr auf. Also an der Stelle nicht zu tief fliegen. Und dann drehen wir mal ein bisschen. Drehen, drehen, drehen. Und wieder, wir sollen hier langsamer werden oder bremsen. Keine Ahnung, warum das da steht. Aber jetzt können wir auch schon. Nein, warte. Okay, ich habe es also nicht geschafft. Kann ich direkt wieder neu starten? So. Gut, wenn man vorher nicht so viel Schub geben darf, dann warte ich halt. Dann warte ich einfach und flieg schön langsam. Ja, ein bisschen über dem Gras. Ist nicht so schlimm. Und jetzt einmal bitte rechts. Und schön langsam. Und. Dankeschön. So, jetzt hat es geklappt. Jetzt können wir auch den Schub erhöhen. Und dann drehen wir uns wieder. Und da heben wir ab. Sehr schön, hat gut geklappt. Fahrwerk rein. Und da haben wir wieder den ersten Checkpoint.
Und dann müssen wir uns wieder drehen. Und ich lasse wieder Schub auf 100%, weil wir ja gleich hoch auf den Berg gehen. Da brauchen wir eine ganze Menge an Geschwindigkeit. Und wir beginnen ja jetzt schon. So. Und den kriege ich noch auf jeden Fall. Ah, es wird jetzt ein bisschen schwierig zu kontrollieren. Aber da schaffen wir das auf jeden Fall. Der andere wird ein bisschen schwieriger. So, und eine Kurve. Und eine Kurve zurück. Und jetzt können wir auf jeden Fall wieder Schub runternehmen. Damit wir nicht zu schnell werden. Und jetzt gleich gehe ich auch nochmal weiter runter vom Schub. Damit wir nicht zu schnell werden. Und dann geht's abwärts. Bremsen halten. Ich halte die Bremsen. Komm schon, ich würde den Checkpoint ganz gern haben. Einfach die ganze Zeit auf Bremsen drücken. Ich bremse schon. So, das haben wir. So, der Checkpoint noch und da sind wir eben abgestürzt. Also jetzt beim nächsten. Nicht zu tief fliegen. Sonst setzen wir auf. Aber ich weiß nicht, wie ich noch ein bisschen höher fliegen soll. Vielleicht ein bisschen weiter rechts, so. Und hoch. Okay, wir haben es geschafft. Und ich glaube, wir könnten ein bisschen mehr Schub wieder gebrauchen, um hier über diesen Hügel zu kommen. Und was wird das? Wird das hier eine extrem scharfe Rechtskurve? Okay, es wird es. Dann müssen wir mal gucken. Ah, Achtung. So. Oh Mann, bremsen. Okay, den kriege ich nicht. Kriege ich den nächsten wenigstens? Ja, den kriege ich. Auch nicht, wow. Aber ich hätte ihn gekriegt, also ich habe ihn fast gekriegt. Und komm schon. Okay, das war eine sehr langsame Landung, aber wir haben es hingekriegt. Und einmal noch bremsen. Und da haben wir es geschafft. Ja, wir haben nicht alle Checkpoints bekommen, aber gut, das ist mir jetzt relativ egal. Das kann ich auch nach der Folge machen. Und dann haben wir hier noch die Mission. Und zwar mit dem Fallschirm, das erste Mal offiziell. Okay, wo müssen wir landen? Okay, ich kann hier rausgehen. Und ich soll hier scheinbar runterspringen. Gut, dann machen wir es. Achso, ich hätte viel früher rausspringen müssen. Fallschirm. Weiß nicht. Tut sich was? Ja, ich hätte auf jeden Fall viel früher rausspringen müssen. Ich glaube, das machen wir einfach nochmal. So. Und Fallschirm. Boah, es glitscht ein bisschen herum. So, und? Ich weiß nicht. Einfach vorwärts oder so. Was passiert mit dem Flugzeug? Keine Ahnung. Kann ich ein bisschen schneller runter? Ja, ich glaube, jetzt gehen wir schneller runter. Und jetzt haben wir ein bisschen Geschwindigkeit aufgebaut. So, ein bisschen mehr. Damit wir den ersten Checkpoint da bekommen. Ja, irgendwas habe ich nicht ganz hingekriegt. Okay.
Wow, okay. Kann ich einfach so laufen oder klappt das nicht? Ich versuch's einfach mal, weil ich scheinbar nicht ganz verstehe, wie das hier mit dem Fallschirm funktioniert. Ist aber ein ganz schön weiter Weg. Müssen wir diese Pfeile berühren? Ich glaube nicht. Ich versuch's einfach nochmal. Und dann. Oh. Ich wollte noch gar nicht rausspringen. So, ich wollte einfach nur hier hin. Und dann gucken. Sobald ich den Punkt auf der Karte sehe, springe ich raus. Okay. Jetzt. Und Fallschirm. Ja. Dann würde ich gerne hier nach unten. Ganz genau. Und das sollte dann doch eigentlich klappen. Kann ich ein bisschen schneller? Oder auch nicht? Ich weiß nicht. Warum hat man hier eigentlich keine Ansicht, wie schnell man ist? Weiß nicht, keine Ahnung. Lassen wir uns einfach hier mal fallen. Und dann versuchen wir nach da unten zu kommen. So. Und. Ich glaube, wir sollen da landen. Keine Ahnung. Versuchen wir es einfach mal. Oh, da ist das Flugzeug. Da links. Das Geblinke. Ja, ich glaube, wir sollen landen. Und noch ein bisschen weiter vorwärts. Okay. Und jetzt müssen wir runter. Einfach runter. Und Sprung. Wow. Okay, wir haben es doch noch geschafft. Jedenfalls ist das Flugzeug. Und es lebt noch. Das Flugzeug lebt noch. Okay, ich glaube, so langsam kapiere ich, wie das geht. Also wenn man so nach vorne und nach hinten bewegt, dann wird man halt entweder schneller oder langsamer. Das Flugzeug kommt auf mich zu. Ich weiß nicht, ob das so gesund wäre in Wirklichkeit. Ach so, das ist gelandet. Warum landet ein Flugzeug da? Und warum sind wir dann überhaupt rausgesprungen? Naja, okay. Einfach so fürs Tutorial. Bam. Und? Ah, ein bisschen laggy. Hilfe. Warum laggt es? Keine Ahnung. Öffnen wir die Tür. Und versuchen mal reinzukommen. Oh Mann, es laggt gerade richtig. Und ich bin natürlich vorbeigelaufen. Sehr schön. Oh Mann. Und ich bin wieder draußen. Gut, was kann ich jetzt machen? So. Geradeaus, hoch. Sehr schön. Das hat geklappt. Ja, Pilot. Und. Was muss ich jetzt machen? Keine Ahnung. Abheben. Ich glaube schon. Also. Fahren wir mal ein bisschen nach da. Und dann versuchen wir mal abzuheben. Okay. Wir sind abgehoben, auch wenn das echt keine gute Piste war, um abzuheben. Aber wir fliegen. Und jetzt sollen wir scheinbar einfach irgendwo wieder landen. Oder vielleicht nochmal rausspringen, keine Ahnung. Sind denn alle Türen zu? Nein, natürlich nicht. Die linke Fallschirmtür ist offen. Und jetzt läuft es ganz flüssig. Und da nehme ich mal Schub raus, damit wir einmal so machen können.
Oh, okay. Müssen raus. Runter. Komm schon. Ich bin hängen geblieben. Öffnen. Okay. So, einmal bitte nach da. Ich glaube, wir schaffen das noch. Komm schon. Warum funktioniert das nicht so, wie ich will? Oh Mann, wir landen im Damm. Aua. Okay, ich denke mal, wir kriegen es hin. Wir sind gelandet. Nicht ganz da, wo wir sollten. Okay, die Figur kann scheinbar noch schwimmen. Bisschen. Nicht besonders gut, weil mein Gesicht schon halb im Wasser ist. Und jedes Mal, wenn ich springe, gibt es so ein komisches Geräusch. Aber ich versuche mal hier raufzukommen. Und von dort aus dann darüber. Oh, das war knapp. Ich hoffe, das Spiel merkt den Unterschied nicht. Und okay, das Spiel merkt den Unterschied nicht. Später bewerten. Juhu, ich habe sogar alle Checkpoints geschafft. Ich habe 6 Minuten gebraucht anstatt 4 Minuten. Aber gut, davon lassen wir uns nicht aufhalten. Und wir haben schon 20 Minuten. Und wir haben jetzt hier die drei Level. Und wir haben tatsächlich schon einiges an Geld gesammelt. Normalerweise musste ich halt ewig dafür noch hier Sachen machen. Oder eben auch Werbung angucken. Das ist ein bisschen doof hier in Turboprop Flight Simulator. Aber naja, egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.